Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dawn of Man und eine neue Aufnahme-Session. Und zwar, wo waren wir stehen geblieben? Ich bin gerade mal wieder ganz neu auch drin. Wir waren erstmal schneller. Na, das ist jetzt das Erste, was wir machen. Wie gesagt, ich bin jetzt ganz neu wieder drin. Das sind immer so Aufnahme-Sessions, wo ich dann mehrere Folgen an einem Stück aufnehme. Dann bin ich in manchen Folgen bin ich dann so ganz normal drin. Und wenn ich dann aber wieder einen neuen Tag anfange, dann ist alles raus irgendwie. So, Wolf ist geflohen. Oh Gott, aber das war sehr weit geflohen. Da. Ein neuer Mensch ist beigetreten. Oh, jetzt sind wir mal von der anderen Seite. Auch gut. Belastung ist wie immer zu hoch. Genau, die haben ja so ein paar Aufgaben. Haben die ja noch. Oh ja. Oh ja. Aber wir wollten sie, glaube ich, erstmal so lassen. Und dann müssen wir sammeln hier für das neue Zeitalter. Stimmt, wir sind ja jetzt weiter, als wir vorher waren. Und also sagt uns das tatsächlich so, dass der erste Versuch, ein Dorf zu bauen, halt eben gescheitert ist, weil ja, das mit dem Speicherstand und den Updates, die danach kamen, hat halt nicht ganz so gepasst. Also davon gehe ich jetzt aus. Mein Gott, aus. So, reparieren natürlich, auch wenn ich denke, dass sie es alleine machen, möchte ich trotzdem, wie viele Tote haben wir denn jetzt hier drin? Sollten wir? Ach, wir warten nochmal. Hier, so, da ist jemand krank. Ach, die Belastung geht aber so langsam auch wieder runter. Feuerstein ist schon wieder erschöpft. Tatsache. Warum geht denn das so schnell? Wo sollen wir denn jetzt noch Feuersteine herkriegen? Okay, wir müssen jetzt etwas weitergehen. Oh, seht ihr hier? Da muss ich mich umdrehen. Hier ist was. Da haben wir sogar zwei Feuersteine. Stimmt, wir haben kaum noch was. Aber guck mal, wir haben so eine kleine, schöne. Klein und schön, klein aber fein. Finde ich toll. Auerochse-Angriff. Ayay. Ayay. Wo ist denn der Mensch, der das getan hat? Schon weg. So, das sind Hyänen. Hier sind noch Schweine. Die sind ein bisschen einfacher zu jagen. Vielleicht tust du das. Nimm das Große. Schweine sind auch liebreizende Tiere, ne? Das wollte ich nur mal so nebenbei erwähnt haben. Und haben es genauso wie alle anderen verdient zu leben. Und trotzdem müssen wir sie schlachten, jagen, schlachten, weil sie halt eben davon leben. Schon wieder ein Auerochsenangriff. Ich ignoriere das jetzt mal ganz kurz. Hund wurde umgebracht. Ich dachte, das geht so ein bisschen einfacher. Boah, es ist am Wochenende im Moment. Und die Leute feiern und hier ist hinten raus zu meiner Wohnung, meine alte Wohnung, ist noch Party, vorne raus ist Party, von jeder Seite habe ich hier Party. Ich brauche keine eigene Party machen, weil das übernehmen die Nachbarn für mich. Ne, also, die übernehmen das. Wächst das etwa nach? Das ist aber kacke. So, was brauchen wir denn für das Lagerzelt? Haut. Ja, aber es passiert ja schon, glaube ich. Nee, Tatsache. Belastung ist zu hoch. Ja. Wir brauchen auch noch hier Pullover. Aber auch dafür brauchen wir getrocknete Haut. Da, so ein bisschen kommt jetzt rein. Oh ja, kommt ein bisschen. Andererseits brauchen wir das aber auch zum Reparieren. Der greift jetzt immer wieder an, oder was? Kannst du mal bitte... Na, du bist... Ja. Genau, geh nach Hause. Komm. Geh nach Hause.
Wo sind wir denn zu Hause? Hallo? Da. Komm her. Geh dahin. Einfach nach Hause gehen. Hund wurde umgebracht von Auerochse. Ja. Toll. Ja, das eine Fleisch da. Wir werden schon wieder unsere... Auf jeden Fall ist das im Moment unser Jagdgebiet da. Das ist im Moment unser Jagdgebiet. So. Jetzt warten wir noch mal ein bisschen ab. Händler ist angekommen. Wir lassen das Ganze jetzt noch mal ein bisschen laufen. Wir brauchen kein... Das brauchen wir nicht. Leder, sondern wir brauchen tatsächlich hier die getrocknete Haut. Das ist eine... definitiv eine Mangelware. Und das ist schon das zweite Mal. Also bei dem letzten... Was? Wo? Beim letzten Mal haben wir das auch. Schon wieder ein Hund. Jetzt kommt auch noch dann unser Typ. Der kann das nicht überleben. Gott. Jetzt reicht's aber auch mal langsam. Bei uns, ich musste jetzt gerade mal gucken, mein Hund hatte komische Geräusche gemacht. Und jetzt hatte ich schon befürchtet, aufgrund dessen, dass die so Party machen, dass sie dann anfängt zu bellen, weil sie das so ne, die Geräusche, fremde Geräusche und so. Also, ich überlege gerade, ob ich das einfach so weiterlaufen lasse jetzt und gucke, ob die selber damit zurechtkommen, weil... Ja, weiß ich nicht. Könnte nicht jetzt mal die Häuser hier so ein bisschen... Esel ist geflohen. Belastung ist zu hoch. Auf jeden Fall wird gerade was getragen. Dass die immer so stoppen, ne? Das finde ich irgendwie doof. Also was haben wir denn hier noch? Ach Gott. Ja, hier sind noch viele Sachen zu. Die gehen ja auch gerade alle jagen, wie ich sehe. Getrocknete Haut. Ich schätze mal, die bauen das jetzt oder reparieren das jetzt. So, da bin ich wieder. Hintergrundgeräusche können auftreten. Wisst ihr, warum mein Hund sich jetzt anstellt und hier so kurz vorm Bellen ist? Sie will auf die Couch springen. Das ist ja aber so mental zu hoch. Und dann macht sie immer erst so ein Theater mit Bällen. Bällen, Bällen, Bällen. Und irgendwann schafft sie es dann hoch und dann ist Ruhe. Oh, das regt mich auf. Das macht mich richtig wütend. Entweder sie springt hoch oder eben nicht. Aber dieses Halbe, ne? Und dann so ein Theater dabei machen. Wenn ich mich hinsetze auf die Couch, dann fange ich ja auch nicht laut an zu schreien vorher. So, was haben wir denn hier? Ach du meine Güte, Krankheit. Geflohen, Belastung, geflohen. So, aber es wird jetzt so ein bisschen was gemacht und wir müssen hier immer noch unsere Kleidung haben. Es wird aber nicht gemacht, irgendwie. Keiner macht das. Keiner repariert. Doch so ein bisschen wird repariert, glaube ich. Ich speichere nochmal. Ich habe wirklich Angst. Nach dem letzten Let's Play von dem anderen Game. Also wenn ihr das euch angucken solltet, dann werdet ihr das verstehen. So, da bin ich wieder. Jetzt hat nämlich auch noch jemand an der Tür geklingelt. Ich habe immer so ein Glück. Den ganzen Tag, wirklich den ganzen Tag, ist keiner, der sich meldet. Und es ist auch keiner, der Krach macht. Und es ist keiner, der mich ärgert oder sonst was, ja? Kaum nehme ich mal auf für eine Stunde oder vielleicht für 2 Stunden, wenn es hochkommt. Dann müssen sie alle aus ihren Löchern kommen und dann müssen sie alle irgendwas tun, was laut ist. Oh, das riecht mich gerade so auf, es tut mir wirklich leid. Aber gut, machen wir einfach weiter, als ob nie was gewesen ist. So, jetzt muss ich aber nochmal dafür sorgen, dass sie
dass sie jagen gehen, weil das bringt so nichts. Wir müssen was zu essen haben und wir müssen definitiv warte mal, hat dieses Zeitalter überhaupt noch Mammuts? Was sind denn das hier für Kleine? Sind das Wölfe? Ne, Hyänen. Ich warte immer noch auf die Wölfe, weil irgendwie... Wir hatten gerade wieder einen Ansatz davon, mein Hund wollte wieder hoch, ne, auf die Couch. Aber sie hat es direkt beim ersten Mal hinbekommen. Also, wo war ich stehen geblieben? Das ist dann immer so schwer. Ich werde dann rausgeholt aus dem Game, muss dann irgendwie es schaffen, wieder reinzukommen. Und wenn ihr das nicht mitkriegen sollt, dann wird es nochmal eine Stufe schwieriger. Und deswegen, ich erzähle euch das lieber. Und bin dann so mit außen vor. Und alles ist gut. Hier sind noch schön viele Schweinchen. Es tut mir sehr leid, wilder Esel, aber noch kann ich dich nicht zähmen. Und somit muss ich dich... Hier, oh, da ist ein Mammutbaby. Das läuft doch eh weg, oder? Sonst du es nicht? Nee, er wurde schon, glaube ich, verletzt. Wird Aufgabe mit verringerter Effektivität ausführen. Versuch es mal. Versuch es mal, komm. Na, warum ruckelt das denn? Boah, dass der so abhaut, ne? Ich weiß, aber es muss ja sein. Wo geht er denn jetzt hin? Guck mal, 5. Das wird irgendwann einer abholen. Die meisten schwimmen auch rüber übrigens, ne? Wer ist denn das? Hund? Wildes Pferd, ja. Guck mal hier, das wilde Pferd könnt doch ihr mal eben... Wir brauchen ja wieder Haut, ne? Danke. So, ein bisschen was an Fleisch ranholen. Ich könnte eigentlich mal versuchen, aber dann bleiben viele Arbeiten liegen und es kommt ziemlich viel durcheinander, wieder mir ne, Alarm zu schlagen, mir die Gruppe mitzunehmen und dann wirklich mal ein paar Tiere wieder schlachten. Ne? Obwohl, das hat ja auch nicht super viel geklappt, weil wir ja irgendwie... Diese Mammuts, die wir da geschlachtet haben, das hat ja irgendwie gar keiner abgeholt. Schlitten wurde wieder gebaut. Super. Das ist dann doch schon mal erledigt. Einer fehlt noch, ein Schlitten. Dafür brauchen sie 2 Leder. Also lasse ich das nochmal. Mörser können sie noch nichts machen. Da, Gerber, genau. Aber die machen das nicht. Wir brauchen aber auf jeden Fall... Jetzt Reparaturen. Leute, Reparaturen brauchen wir. Habe ich das schon? Egal, wir machen es nochmal. Ziele. Ich weiß, dass du arg spielst. Das ist auch sehr schön. Danke. Ziele. Du sollst nur einmal arg spielen, bitte. Danke. So. Wenn sie sich das anguckt, das ist echt... Es tut mir leid, Sila, aber das passt jetzt so. So. Ich kann keine Bäume hier gebrauchen vor meiner Nase. Aber sie holen Fleisch. Und ein bisschen Haut wird gerade... Das Problem ist, die Haut, die rangeholt wird, wird ja unter anderem auch... Wir haben den Winter überlebt. Wird ja unter anderem auch für Leder verbraucht. Und genau da liegt das Problem. Wir haben zu wenig rohe Haut, um sie sowohl als zu getrocknet sind zu machen, als gleichzeitig auch zu Leder weiter zu verarbeiten. Und das ist das Ganze... Ah, okay, hier, guckt mal. Dazu brauchen sie das ganze Leder für... Ne, gar nicht. Die getrocknete Haut brauchen sie dafür. Okay, wir haben 9 Menschen gekriegt. Haben wir immer noch genug
Kapazität. Wir könnten noch ein Haus gebrauchen, aber wir könnten auch noch Häuser. Ach, wo ist denn jetzt schon wieder ein Angriff? Oh, direkt hier. Direkt hier. Wo ist er denn? Ach, jedes Mal sind die so scheiß Bäume im Weg. Super. Jetzt holen wir sie alle ran und dann lassen wir sie nochmal schön eine Runde jagen gehen. Wenn wir eh schon mal dabei sind, dann ist es so. Da hinten ist ein Ochse, den holen wir uns gleich mit allem an. Sonst sehe ich hier nichts. So, ich hole mir die jetzt mit die Leute. So, genau. Kommt mal ran da auf den Meter. Wir brauchen dringend. Die Sili kann sich nicht entscheiden, ob sie jetzt so online bleibt oder ob sie doch in Ark spielen geht. So. Ja, sie kann sich nicht entscheiden. So, jetzt machen wir die Ursicht und wir holen uns jetzt hier diesen Hirsch oder was das ist. Genau, der ist tot. Jetzt kommen wir hier zu diesen Tierchen. Die Auerochsen. Aber haben wir nicht irgendwo, müssen wir jetzt wirklich zurück? Ach, guck mal, jetzt sind hier welche. Hier ist ein Auerochse. Aber der greift ja an. So, hier ist das. Wir suchen jetzt erstmal die Umgebung nach was ab. Ich weiß, ich habe noch was Kleines Grünes gesehen, aber ich möchte ja schon mal ein bisschen mehr haben. Vielleicht hier so eine... So was hier. Wo kommt ihr denn alle? Da. Wir schlachten jetzt alles ab hier. Oh, das geht schnell. Aber jetzt rennen die natürlich weg, wisst ihr? Oh, das läuft. Ich habe hier noch was anderes gesehen. Nee, hier habe ich das gesehen. Wo rennen sie jetzt hin? Belastung ist zu hoch. Ja, komm, wir machen auch raus. Ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen was sie holen können. So, die haben alle Durst. Das machen die immer eigentlich nach dem Kampf. Dann gehen sie alle. Geboren wird jemand. So, jetzt brauchen wir natürlich erstmal jemanden. Wen könnten wir hier? Steht hier jemand rum? Du. Und die kann nichts machen. Okay. Warten wir erstmal. Oder wir gucken uns mal in der Zeit mal an. Arbeitsgebiete. Tannin sammeln. Wasser extrahieren. Tannin haben wir schon. Wir warten auf die beiden. Bauen, Lager, Produktion. Wir haben ja noch nichts. Wir sind noch nicht in dem... Na gut. Händler. Was will der Händler? Das kann man sehr gut gebrauchen. Und ich glaube, das auch für restliche Sachen, die wir benötigen. Aber wir haben 38. Okay, 38. Ein Stein. Genau, das brauchen wir. Also es müsste jetzt eigentlich einiges rangeschafft werden. Womit wir auch einiges reparieren können. Oh, guckt, hier können wir auch mal wieder ernten. Dann haben die wenigstens ein bisschen was zu essen, weil es geht immer ganz schnell, das verdirbt, ne? Das verdirbt sehr schnell. Ich finde heute irgendwie die Worte nicht. Keine Ahnung. So. Was ist denn jetzt hier? Wir könnten das freischalten, aber ich würde gerne ein bisschen wenigstens sammeln.
und würde mir schon mal ausdenken, was wir als nächstes. Ich möchte gerne die Befestigung. Die hätte ich gerne. Brunnengraben, ja. Schilfdachdeckerei. Wir könnten dann die Hütten und so ausdingsen, ausbauen, weben für andere Kleidung. Pfahlherstellung, keine Ahnung, was das sein soll. Megalithismus, genau, da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Und hier Untergrundbergarbeiten für halt eben ja, Kupfermine und irgendwelche Minen. So. Ja. Wir lassen sie aber erstmal noch ein bisschen. Ein Wolfangriff. Hä? Ach, das ist eine ganze Familie. Den machen wir zum Jagen. Diesmal haben wir mehr zum Jagen. Altes Männchen und die zwei Kleinen, die holen wir uns. Schade, hat er den anderen Kleinen, aber das ist ein großer zu viel im Moment. Die haben normalerweise so große gar nicht. Okay. Wir müssen ja. Oh, hier. Junges Wölfchen. Das ist süß. Hallo? Ja, die holen das jetzt alle ran. Und dann bin ich mal gespannt, wo uns das jetzt noch hinführt. Wie weit wir kommen. Ich würde schon gerne in das nächste Zeitalter freischalten. Aber guck, was wir schon erreicht haben. Das darf man ja nur auch nicht vergessen. Die Fläche wird schön groß, aber das Problem ist, dass sie nicht groß genug ist. Das Wildschwein ist geflohen. Oh, super. Ich habe Angst, weil das Essen echt schon knapp wird wieder mal. Was machen sie denn? Warte mal. Jetzt im Moment räuchern sie Fleisch. Und Gerben anscheinend. Machen Leder. Oder? Getrocknete Haut? Keine Ahnung. Wir brauchen trotz allem immer noch Reparaturen. Ah, verstehe. Wir müssen jetzt wirklich den Gerberer, ist das der, nee, das ist der Mörser, das ist der Gerber, die Priorität wieder runterschrauben. Und da können wir die Priorität leider nicht erhöhen. Weil sonst machen sie nämlich Leder. Aber hier muss alles repariert werden und sie machen es einfach nicht. Schon wieder ein Wolfangriff. Ach so, sie sind. Die sind schon mal tot. Wie viele Wölfe sind denn hier? Ich will doch nur die Kleinen fangen. Was ist das? Ach so, die sucht jetzt irgendwie, hat die Eltern verloren oder was? Ja, aber da können wir ja nichts zu. Warum macht das hier keiner? Hier bekommen wir was raus. Ja, ist gestorben. Ja, habe ich gesehen. Unfähiges. Schicken jetzt zu einer ganzen Wolfsherde einen Mann. Wir machen jetzt weiter. Ach ja, getrocknete Haut ist jetzt gerade mal echt schwer. Ich habe es jetzt schon auf hohe Priorität gesetzt. Da, der macht eine. Ich mache noch ein Dingens, sag mal schnell. Hallo? Ein heute so. Neuer Mensch wurde geboren. So. Ja, aber was soll ich da jetzt noch großartig machen? Ne? Wir müssen jetzt warten.
Und wieder haben wir so einen großen Baum im Weg. Ja klar, die wachsen ja auch nach, ne? Wilder Esel. Der hat den gut hier, aber keiner. Den kleinen wollen wir bald haben. Hier gehen die jetzt auch jagen. Okay, das ist jetzt wahrscheinlich gerade die Jagdzeit. Oh, wir haben zu wenig Hütten. Entweder ist uns eine kaputt gegangen. Na, im Moment nicht, nee. Im Moment kann in diesem Zelt niemand leben. Oder was? Wenn die uns wieder abkacken, die Zelte, ne? Dann sage ich euch, dass ich das gar nicht so toll finde. So. So. Ja, jetzt lassen wir es einfach laufen. Und gucken uns das ganze Treiben hier mal an, wenn der Baum weg ist. Gucken, was sagt ihr? Welches Hütchen geht zuerst seinem Untergang entgegen? Wobei, wir haben die Pullover bald zusammen, 24 Stück. Da muss noch zwei machen wir mal, weil ich glaube hier, ja, machen wir das so. Kannst du nicht hier das machen? Nein? Doch, da kann sie hin. Und was machst du? Ja, genau. Super. Das funktioniert. Wo rennt sie denn hin? Okay, ich glaube, das hat sich erledigt. Wenn er jetzt nicht wieder hingeht, sondern zurück nach Hause kommt, dürfte das Ganze nicht mehr tragisch sein. So, wir brauchen halt eben auch Werkzeuge. Wir brauchen Bögen, die gut sind. Ja, ich weiß, auch dafür brauchen wir getrocknete. Mach diesen dämlichen. Also, das hier ist ja nichts mit. Warte mal, Knochenmesser. So, Knochenspeer. Jagen und kämpfen. 2. Okay, dann machen wir das mal aus Knochen, weil Knochen haben wir ziemlich viele. So, die Harpune machen wir dann danach. So, dann das Knochenmesser müsste genauso gut sein wie, ja. Warte mal, Knochenmesser brauchen wir, glaube ich, mehr als Knochensichel. Huch. Gut, die Hacke haben wir leider wirklich nur die. Und die Feuersteinachs haben wir leider auch nur die. So, jetzt warten wir es schon wieder. Wir brauchen noch. Aha. Ach ja. Wir versuchen es. Kann ja nicht schaden. Ich halte gerade den Atem an. Nein, das war einer zu viel. Das war immer noch einer zu viel. Nee, Moment. So, war doch richtig. Mein Gott, was ist denn hier los? Und weiterlaufen lassen. Ich habe ja sonst nichts.
Also das stand gerade beim Laden, ich soll nicht zu früh. Jetzt haben wir natürlich nicht genug Häuser. Hier fehlen zwei, die noch niemand gebaut hat. Und jetzt machen wir hinten wahrscheinlich nochmal zwei hin. Die baut aber im Moment niemand. Das ist mein Problem. Mache ich nochmal einen. Ich wollte eigentlich hier, wo der Baum ist, eine hin. Hier so. Aber das will anscheinend das Spiel nicht. So. Ja, wir haben zu wenig Nahrung. Das ist ja mein Problem mit euch, Leute. Das ist mein Problem mit euch. Fischen gehen wir jetzt erstmal. Warte mal, wo habe ich das mit dem Fischen jetzt hingestellt? Nee, da ist es ja schon. Dann machen wir noch einen hier hinten hin. Hier in... Hä? Ja, aber da habe ich ja schon. Kommen wir ein bisschen weiter als so. Oh, guck mal. Wir müssen immer weiter expandieren. Die haben kein Essen, sagen die. So, Frühling, den Winter haben wir überstanden. Jetzt ist Frühling wieder. Jetzt können sie auch ohne. Boah, wir haben zu viele Leute jetzt gerade mal. Und wir haben tatsächlich kein Essen. Wir haben zu wenig. Ja, ich weiß. Getreide. Ansonsten, wir lassen sie jetzt wieder. Ach, jetzt kommt's wieder. Ja, sehr schön, dass sie erst gar nicht rangekommen ist, na? Da kommt der nächste aber schon, sieht man ja. Die schleichen sich ja noch so. So, nochmal gucken, ob da noch mehr sind. Nope. Auch nochmal nope. Okay. Wobei, wir hätten jetzt hier uns an die Pferde ran. Aber was ist hier mit den Tieren, die ich hier ja getötet habe? Das Mammut und so, das hätte doch auch schon wieder irgendwie was geben müssen. Es wurde aber abgebaut, meine ich. Naja, huch. Achso, ich muss, Entschuldigung. Alles gut. Wir können das nicht. Okay, die Priorität muss jetzt wieder zurückgehalten werden. Alles braucht getrocknete Haut. Wir machen das einfach jetzt mal so. Vielleicht haben wir ja mehr Glück. Weil 8 rohe Haut haben wir ja noch im Lager, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn ich jetzt Rechtsklick mache, würde das ausgehen. Und dann würde das nicht mehr... Leute, ich weiß nicht, was passiert, wenn die Pferde, die hauen ja ab.
Ja, die hauen ab. Irgendeiner ist verhungert. Und unsere Zelte. Jetzt haben wir zwar wieder grün. Eieiei. Wo soll das noch hinführen? Wo soll das noch hinführen? Oh, ich hasse diese Bäume. Ja, wir haben nur wenig Nahrung, weil kein Schwein die Leute, die Tiere ranbringt, die wir geschlachtet haben. Versteht ihr? Ich will gar nicht wissen, was wir hier alles haben. Oh. Das muss dringend repariert werden. Das fällt doch bald wieder auseinander. Ja, Belastung ist zu hoch. Das glaube ich euch sogar. Ich bin wütend heute. Was ist hier los heute? Vielleicht läuft es doch nicht so bombig. Ach, schon wieder. Sonst noch eine Hyäne, die sie auf uns abgesehen hat. Hier sind wieder so Höhlenlöwen. Ja, so, das war's. So können sie auch nichts machen. So, jetzt sollten. Ich muss sie lassen, Leute, einfach. Einfach mal lassen. Ich habe viel, ganz viele Aufgaben gegeben. Hier steht Zelt reparieren, glaube ich. Ja. Das macht aber irgendwie keiner. Doch, einer hat es jetzt gemacht. Wir lassen sie jetzt einfach mal eine Runde und dann können wir uns noch ein bisschen was unterhalten. Also, was denkt ihr, wie viele Folgen sollte so ein Spiel hier haben? Weil im Prinzip sieht man ja, also man sieht keine Story, man hat keine Zwischensequenzen, man hat einfach nur das gleiche Bild vor Augen. Natürlich kommt man Stück für Stück weiter, aber ich bin der Meinung, dass es ja. Weil ansonsten, man sieht ja nichts anderes außer das hier. Klar, wir haben jetzt viel geschafft, ne? Also wenn man die erste Folge betrachtet, also die erste Folge, die hier ist. Warte mal, wartet mal, wartet mal. Wir haben hier. Jetzt haben wir aber ganz schön viele hier. Warum mache ich jetzt das? Warte, warte. Mein, so ein Angriff ist natürlich von Vorteil. Nehmen wir das. Ist natürlich von Vorteil, weil man dann so ein bisschen was hat, ne? An Haut und so weiter. Aber gut, das war's eigentlich. Könnt ihr jetzt weiter eures Weges gehen, Leute? Das müsste aber eigentlich jetzt so ein bisschen was geben. Und ich sehe gerade, wir sind eigentlich schon total. Okay, ich musste, ich habe ja mehrere Unterbrechungen gehabt. Aber eigentlich sind wir über die Zeit. Und das möchte ich jetzt nicht. Und so erschöpft, wie sie in ihre Zelte, kaputten Zelte gehen, so erschöpft möchte ich euch auch gerne, ja, für diese Folge verabschieden. Die Folge war mir nicht so gut. Die war mir wirklich nicht so gut. Ich danke euch aber trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, beim nächsten Mal läuft alles ein bisschen besser. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten besseren Folge. Ciao, ciao.